weggelaufen. Marisa aus dem Kanton Graubünden. Hey, wo sind die Bündner? Wer kann denn jetzt romanisch schwätzen? Ich meine, ich muss ehrlich sagen, weißt, ich könnte schon romanisch, aber ich mag einfach nicht. Aber Marisa kann romanisch. Die hat mir gesagt, Schössu, weißt du, was das heisst? Allegra Viagra. Hab ich gesagt, ja, das heisst, wie geht's, wie steht's? Stimmt's, gell? Was, du nimmst die blauen Tab? Nein, das glaube ich nicht. Heute sicher keine mehr. Heute brauchen wir keine. Heute sind wir alle gut drauf. Und jetzt können wir eben in die Bündner Rebe, haben wir jetzt genug gelogen den ganzen Tag. Sind alle im Dreck gestanden da hinten. Nein, jetzt kommen wir langsam zu diesen kleinen Hosen. Tappen zu alle. Da vorne haben wir Tappen zu alle. Sonst sehen sie dann nicht mehr auf die Bühne, gell? Ja, heute ist ja das zwar auch nicht mehr so, oder? Aber früher hast du immer gesagt, die Appenzeller sind alle ein bisschen kleiner als normal. Und was eben noch so ist, sind mal zwei Appenzeller nach Zürich in den Ausgang gegangen. Und wie es dann so geht, gegen Mitternacht sind die beiden noch in einem Etablissement gelandet. Ist das so eine, du weißt schon, was ich meine, he? So ein Etablissement. Die sind doch noch nie an einem Etablissement drin, die Appenzolleri. Hat der eine an der Wand immer gehört, was beim anderen im Zimmer irgendwie so tut? Hat er gehört, ein Zimmer gemacht? Eins, zwei, hopp. Eins, zwei, hopp. Eins, zwei, hopp. Eine halbe Stunde später auf der Straße hat der eine zum anderen hoho. Hoho! Hast du meine Lust gekannt, Dona? Seht ihr ja, Hunger, ein Scheissdreck nicht einmal aufs Nest auf ihn mögen. So! Ja, Mädel, wenn's Piraten wutsch, Piraten auf der Zaule. Zollen, vor allem die Innerödler haben ja die Art, dass sie mit wenig Buchstaben viel können ausdrucken können. Im letzten zwei Appenzollerland in einem Restaurant gesehen, sagt der eine zum anderen in einem typischen Innerödler-Dialekt. Hoho. Hoho. Und der andere, hoho. 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 Seht ihr, ist ja heute der Grund. Seht ihr, ja, gestern ist mit Frau ab. Seht ihr, hoho. Frau ab, seht ihr, ja, gerade gestern. Und erst noch mit meinem besten Freund. Meint der andere, ja, was hast denn du überhaupt für einen besten Freund? Seht ihr, mal, der Walter, mein Nachbar. Meint er, seit wann ist ich der Walter dein bester Freund? Seht ihr, was ich gestern. Typisch Appenzollerweisheit. Wir wollen sie nicht lang plagen, die Appenzoller. Wir wollen jetzt nämlich ein bisschen weiterfahren, weil jetzt kommen die Schlimmsten von den Schlimmen dran. Wo sind sie? Was, Thurgauer? Bist du Thurgauer? Also gut, wenn du ein Thurgauer bist, nehmen wir noch schnell etwas von Kanton Thurgauer. Eins, zwei. Habe ich zwar immer Durchfall von dem Saft, den die verkaufen dort aus. Aber auch nicht schlecht. Siehst auch gut aus. Bist du die Schönste? Gerade da vorne. Wegen der Thurgauer. Also Thurgauer Dialekt kann ich natürlich nicht schwätzen. Thurgauer hat ja einen furchtbaren Huren-Dialekt. Furchtbare Sache, gell? Aber letztens habe ich eben gelesen, dass sie Thurgau jetzt auf einem grossen Bauernbetrieb eine neue Magd eingestellt haben. Nach 10 Tagen hat die Magd zu der Bäuerin gesagt, sie möchte also wieder künden. Ja, sie werden nur immer angelogen auf dem Betrieb. Im Schlafzimmer fange ich schon an. Dort sind in einem grossen Bilderrahmen ein biblischer Spruch geschrieben. Dort heisst
heisst es wortwörtlich, der Herr kommt jede Nacht zu dir. Jetzt sind sie schon 10 Tage da, der Herr ist erst zweimal gekommen. Hätte der Pakt können bleiben, der Bauern müssen verreisen. He? So, hey, jetzt wird es schlimmer. Wo sind die Zürcher? Da hinten die Zürcher. Ich habe einen Schatz, einen schönen Zürichsee, einen schönen Zürichsee, einen schönen Zürichsee. Ich habe einen Schatz, einen schönen Zürichsee, einen schönen Zürichsee. Letzte bin ich wieder mal mit der ÖV auf Zürich durchgefahren. Weißt du, Zürich Hauptbahnhof raus. Bin ich so durch den Perronführer geschlendert? Sag ich zu einem Einheimischen sein. Können Sie mir sagen, wo das Pfarreizentrum ist in Zürich? Sagt der Pfarreizentrum? Ich glaube, das ist an der Forststrasse. Sag ich, ja, das ist ja nicht möglich, dort ist ein Bordell. Sagt er, nein, das haben wir an der Langstrasse. Habe ich gesagt, danke für die Adresse. Und bin dann die Langstrasse ab. Gut, du hättest sie jetzt gekannt, oder? Aber ich bin ja natürlich noch nie da gewesen. Und darum, weil ich noch nie da war, habe ich gedacht, Jesu, gehst du nicht gerade in der Nacht, weil der kostet es meistens mehr. Jetzt bin ich am Samstagnachmittag um 4 Uhr in Zürich durch die Langstrasse abgelaufen. Muss auch mal machen. Eine super Sache, ich habe es gerade gut getroffen, sind über 100 Frauen splitternackt auf dem Trottoir gestanden. Samstagnachmittag um 4 Uhr, ja. Über 100 Frauen splitternackt. Die Polizisten haben gesagt, ihr könnt nichts machen, die haben eine Gewerbeausstellung. Gut, die will das auch mal haben, oder? Aber in Zürich gibt es eben so, schon sehr viele interessante Menschen. Zum Beispiel sind letztens in Zürich zwei Männer am Morgen im gleichen Bett verwachen. Sagt der eine zum anderen, du Schätzchen, ich habe so schlecht geschlafen. Du glaubst nicht, ich habe so schlecht geschlafen. Ich habe einen Traum gehabt. Ich habe geträumt, ich habe das ganze Schlafzimmer voll Erdbeere. Sagt der andere, ja, was hast du denn gemacht mit so viel Erdbeere? Sagt er, ich habe sein Auto geladen. Weißt du, Schätzchen, ich habe sie nach Lenzburg gebracht, in den Hero. Weil die können es eben brauchen für Konfitüren. Der andere sagt, ich habe erst schlecht geschlafen. Weißt du, ich habe auch einen Traum gehabt. Ich habe träumt, ich hätte das ganze Schlafzimmer voll nackte Männer gehabt. Und der andere hätte mich auch wecken können. Sie haben ja wollen, aber du bist in Lenzburg und nicht gewesen. So, es hat gewarmt drin, hä? Also, geschwind. Jetzt tun wir noch geschwind, rein, geschwind. Alle zusammen die Hände rein, Schuhe nach. Mit all die mit Achsenschweiß. Jetzt muss jetzt ein bisschen die Stimmung angezogen werden, da. Ja.